Ihr dachtet, wir hätten schon epische Maps, dann werdet ihr diese Map lieben. 3 gegen 5, alles zufällig auf schwer. Ich dachte mir, zufällig ist immer gut und schwer, kann man erstmal nichts falsch machen bei 3 gegen 5. Ja, die Map ist ziemlich geil, heißt 3 vs 5, Smog at Lot, Comstop Version 1.1. Jeder hat es schon runtergeladen, von daher soll es daher keine Probleme geben. Und ja, leg mal los. Wird gebaut. Ausbildung. Also, die ist richtig geil. Also, man hat hier schon mal so ein paar Sachen vorher. Das sieht halt richtig witzig aus, wie so eine kleine Burg. Und man sollte halt ziemlich früh, das mache ich jetzt auch, das da vorne einnehmen. Also, diese ganzen Dinger. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Ach, diese Tiberium-Türme halt. Weil wer das hat, der hat Vorteile gewisse. So, dale. Wird gebaut. Ich habe Ihre Code. Wird gebaut. Schneller. Bin unterwegs. Ich habe Ihre Code. Brauchen Sie mehr Platz? Bau abgeschlossen. Den kann man auch da hinstellen. Ein bisschen weiter nach vorne, genau in die Mitte. Ich habe Ihre Code. So. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Alles bereit. Bau so. Ach komm. Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Ja, hier hat man auch so eine Atombombe. Kennt ihr ja von der Nord-Kampagne vielleicht. Ziemlich witzig. Bau abgeschlossen. Ich liebe einfach solche Maps, wo man so wie so eine kleine erhöhte Basis hat. Die sind einfach am coolsten. Wird gebaut. Gebäude eingenommen. Ja, jetzt habe ich einen zu viel. Der kann da oben rein. Gebäude eingenommen. So. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gebaut. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Bau abgeschlossen. Bau keiner abgeschlossen. Schreibt was irgendwie von die Map ist geil oder keine Ahnung was. Da hinten. Oh, da hinten. Melde mich zum Dienst. Okay. Da. Verstanden. Das kannst du noch einnehmen. Ja, jetzt sollte ich auf jeden Fall mal hier mich beeilen. Wird gebaut. Scheiße. Wird na komm, gebaut. Zwei reichen. Abgebrochen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gebaut. Ich muss jetzt mein Hab und Gut sichern. Bau abgeschlossen. Ich glaube, der verpennt gerade seine Verteidigung so ein bisschen. Nein, Bau nee. Abgeschlossen. Wie er es gleich reinschickt. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ich benutze es eher als letzte Möglichkeit. Neue Bauoptionen. Vorsicht. Nein, 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 sorry. Mach ruhig weiter. Neue Bauoptionen. Zu wenig Energie. Ach komm. Wird gebaut. Hüll nicht rum hier. Wird gebaut. Boah, ich brauche noch ein paar Panzer. Und jetzt habe ich nämlich das auch, diesen Radarscan. Den gab es letztes Mal nicht. Das hat er irgendwie abgestellt. Keine Ahnung warum. Auf dem Weg. Das ist einfach so, dem seine Masche vom Entwickler halt von der Map. Der wollte halt keinen so einen Scan. Vielleicht dachte er sich, die Map ist schon so genug klein. Das baue ich schon. Ach, die bauen alle immer so schnell. So. Wird gebaut. Mammutpanzer bereit. Man darf sich hier auch nicht zu verlocken lassen, nicht weiterzubauen oder zumindest nicht aggressiv zu sein, weil wenn man den Feind machen lässt, dann war's das. Man denkt immer so, boah, ist ja voll einfach da oben, weißt du, hast die besten Verteidigungsstellungen und alles. Aber das ist nicht immer so. Vor allem, die kommen jetzt alle bald an und dann war's das. Da ist auch erstmal egal, ob man auf brutal spielt oder auf schwierig, die sind trotzdem gut genug. Ist 5 gegen 3. Einheit verloren. Oh, der geht auch ziemlich ab. Wird gebaut. Muss ich mir auch mein Tiberium klauen. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Er sollte eigentlich hier Tiberium-Erweiterer bauen. Boah, shit, ey, ich muss mal gucken. Mammut einsatzbereit. Mammut bereit. Mammut einsatzbereit. Naja. Ah, es geht schon. Mein Rick könnte ich noch vorschicken. Rick bereit. Bringen wir es hinter uns.
Also ihr könnt auch ruhig in die Kommentare schreiben, welche Maps ihr gern seht. Ich meine, ihr müsst euch nicht die Map-Namen merken. Ich weiß ja, von welcher Map ihr sprecht. Also nennt mir irgendwelche Merkmale, dann weiß ich es gleich. Falls ihr euch den Namen nicht merken könnt oder keinen Bock habt, zurück zu scrollen oder zurück zu spulen, das ist schon eher. Wird gebaut. Einsatzbereit. Auf Empfang. Hi, hi. Ah, nein, du bleibst hinten. Was soll denn das? Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. So, da noch irgendwo ein Kraftwerk. Ungeeigneter Bauplatz. Ja. Überall, wo es halt geht, dann noch sowas. Hauptsache, dass ich alle Fähigkeiten habe. Tue ich das eigentlich schon upgraden hier? Ja. Sehr schön. Boah, ich fühle mich irgendwie gerade so ein bisschen schwach gegenüber den anderen. Weil die schon viel mehr gebaut haben als ich. Komm schon, Rick. Ich brauche dich hier. Boah, ich habe auch so viel Geld, ey. Das ist ja abartig. Vor allem, ich finde es eine gute Mischung. Einmal Screen, einmal Not. Einmal GDI. Auf jeden Fall haben wir alles als Feind. Das ist schon mal sehr gut. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Ah, hat ja eine hohe Reichweite. Haben Sie im Visier? Hab ich es jetzt schon gebaut? Einheit wird angegriffen. Gut, 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 gut. Braucht jemand Hilfe? Der braucht keine Hilfe. Der könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Oder? Was meint er? Ja. Kommt jetzt die ganze Scheiße an. Ich lieb sowas. Ich muss ihm helfen, weil sonst... Naja, natürlich helfe ich hier. Hier kommt die ganze Kavallerie. Da kommen sie, die GDIler. Mammut rückt vor. Unaufhaltsam. Greife an. Weil wenn er stirbt oder einer von uns, dann ist es vorbei, ist einfach. Ja, Sir. Wir brauchen jeden Mann hier. Unbesiegbar. Feindliches Kommando entdeckt. Ja, feindliches Kommando, das kann mir am Arsch vorbeigehen hier. Vor allem, ich habe ja auch wenig jetzt zu tun, von daher kann ich ihm ja schon helfen. Ich meine, ich habe ja nichts zu tun, mehr oder weniger, da in der Mitte. Das ist kürzer meinen Pflichten, dann zu helfen. Statt nur immer dämlich, dass es hier so ein bisschen leckt. Aber das liegt ja weniger am Rechner als am Server. Ah, oh, jetzt kommen die hier noch durch. Ist nicht schön. Ich glaube, ich schicke mal... Boah, jetzt kommen sie von unten. Warum kann man das nicht zerstören? Was geht da eigentlich ab? Ist ja arschig. Dann schickt man das auch noch nach oben. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Mammut rückt vor. Los geht's. Zack, bitte. Ja, sehr schön. Greife an. Bau abgeschlossen. Oh, wann kann ich hier nichts bauen? Na gut. Ich komme ja schon hoch. Ja, Sir. Oh, mit allem, was ich hab. Rücke vor. Mammut einsatzbereit. Ich hab ja auch voll viel Geld, merke ich gerade. Einheit wird angegriffen. Geht ja schon ab. Einheit verloren. Unaufhaltsam. Unbesiegbar. Ja, also die Gebäude kann man anscheinend nicht zerstören. Ich mach mal ein Signalfeuer. Signalfeuer platziert. Warnung. Ionenablink geordnet. Naja. Weil das Problem ist jetzt, die kriegt man da nicht raus und die greifen mich halt ständig an. Auf sie. Oder nicht nur mich, alle. Brauchen Silos. Wird repariert. Wieso, das ist kacke.
ist echt scheiße. Ich weiß, ich habe da noch eine Kanzler, aber das ist mir jetzt dämlich. Genau deswegen. Boah, jetzt mach mal. Gut, dann da hinten. Ich hoffe, das ist jetzt mal Primary hier. Und der greift natürlich voll an hier, der Typ. Der geht voll rein. Unbesiegbar. Und ich verliere meine meisten... Ja gut, alles verliere ich nicht. Schicken wir mal alles hoch. Auf dem Weg. Die hier soll man das hier räumen. Wenn man es so nennen will. So. Ist ja heftig. Aber das ist natürlich typisch Skrin. Wir haben ja gesagt, dass die sind übermächtig. Ich meine, mit dreimal GDI wäre das hier schon mal viel, viel schwieriger geworden. Aber das wird er auch nicht packen. Guck mal das an. Der wird vielleicht gerade mal einen platt kriegen. Der wird seine ganzen Einheiten wasten, mehr nicht. Und er hat ja auch mehr oder weniger so gebaut, dass er nur überlebt, der Multilappen. Mehr auch nicht. Und jetzt sind auch endlich mal die ganzen Gebäude hier frei. Da oben noch. Das räumen wir auch kurz. Da muss nur eine Granate rein, dann war's das. Wie dämlich. Wie dämlich, ey. Wahrscheinlich hat er auch gar kein Geld mehr. Guckt euch mal das da hinten an. Der hat ja nur 3. Ich habe hier 4 und da noch 2. Das ist halt schon krass viel Geld. Ja, zurück bitte. Völlige Überlegenheit. Ja, wie ich gesagt habe, ja gut, er hat schon überlebt. Einheit wird angegriffen. Mammut einsatzbereit. Ah, kommt er schon wieder hoch. Mammutpanzer. Stealth-Einheit geortet. Los geht's. Ja, gut. Ich bin immer mehr der Verteidiger. Das war ich schon immer. Ich mag es nicht so anzugreifen, deswegen hasse ich auch dieses Rushen. Das ist zwar ganz gut und da ist auch Taktik dabei, habe ja nichts dagegen, aber ich mag es einfach eine fette Armee zu haben, die sich einfach verteidigt und irgendwann dann halt voll durchpusht. Gut, die Zeit vergeht ja auch wie im Flug, von daher. Wenn unsere Atomwaffen fertig sind, oder unsere Superwaffen allgemein, dann können wir hier auch schön aufräumen. Kommst du schon wieder durch hier? Greife an. Nähere mich. Einheit verloren. Meine Befehle. Ah, schön. Mammut auf zur Front. Ziel B. Das war ein bisschen schräg, egal. Reicht ja aus. Jetzt müssen wir mal durch hier. Und ich glaube, es wäre echt mal an der Zeit, einfach das ganze Zeug hier zu zerstören. Also man hätte das schon zerstören sollen, bevor sie es einnehmen konnten. Was jetzt vor? Oh nein. Boah, gut. Na, den habe ich noch vergessen. Gerade eingefallen. Alter, 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 die sind ja schon dort. Das ist ja mal krass. Ja, ich sehe das schon da oben, aber ich komme da nicht wirklich hin. Das ist ja eine ziemliche Sackgasse hier. Lass mich völlig auseinandernehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es hingefetzt hat. Mal da rein, okay. Was? Ab nach oben. Einheit verloren. Bereit.
Signalfalle geortet. War nicht viel, oder was? Gegner besiegt. Naja. Mammut einsatzbereit. Nähere mich. Müssen jetzt ziemlich aggressiv sein. Boah, jetzt kommt auch noch die Chuckernuts an. Ziel B. Roger, Bomber unterwegs. Wozu gibt's Bombenangriffe? Es muss echt sagen, diese... dieses... Na ja gut, jetzt laufen sie weg, aber die helfen echt manchmal, diese besonderen Fähigkeiten. So, dale. Die hauen wir natürlich hier rein. Da seht ihr das. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig hier. Mammutpanzer. Mammut einsatzbereit. Ionenkanone bereit. Ziel B. Ionenkanone aktiviert. Signalfeuer platziert. So, dale. Einheit wird angegriffen. Genau so muss es sein. Oh, jetzt kommt die ganze Armada. Mammut einsatzbereit. Boah, da haben sie ja auch noch was. Aber ich muss halt sagen, es ist schon ziemlich witzig, aber ich würde mal die Map gern ohne Screen spielen. Ich mache auch gleich einen Schuss. Einheit verloren. Hä? Meint der jetzt Schluss oder Schuss? Na egal. Ich meine, wir haben jetzt lang genug gespielt. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Stundenpart. Aber das kennen ja die meisten von euch. Und ich denke mal, wer Multiplayer anschaut, der, der muss sich nicht extra... Weil ich überlege mir immer wieder, ich nenne das Ding ja nicht irgendwie Raute 005 und dann noch Part 2 oder sowas, weil das ist einfach verwirrend. Unaufhaltsam. Mammut rückt vor. Ja, also die Map spielen wir dann nächstes Mal auf Brutal. Und dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Für die KI. Ich komme. Da kommt er mit den letzten Einheiten. Unaufhaltsam. Ah, war ganz witzig. Aber wie gesagt, Skrin. Da baust du ein Trägerschiff für deine Kloschüsseln und noch ein bisschen Verteidigung, das war's dann. Wen es interessiert, der mit den Skrin, das war ein Österreicher. Das steht da immer dran und vielleicht interessiert es irgendjemand. Hallo, hier hinten. Gut, das sind zählt zwar nicht als Gebäude, aber das ist ja egal. Auf dem Weg. So, Rest können wir zurückschicken. Mammut rückt vor. Guckt euch mal, wie viel Sammler der an, hat an. Tja. Mammut einsatzbereit. Ach, hier. Ziel wählen. Ziel wählen. Mammut Ziel einsatzbereit. Oh ja. Jetzt zeige ich euch was. Signalfeuer platziert. Stealth-Einheit geortet. Nein! Jawohl. Nein! Macht sie fest. Los! Sie fest. Unsere Befehle. Beenden wir die Party. Ach Mann! Ich wollte es mit der Atombombe machen. Ach schade. Das hat er halt nicht gesehen irgendwie. Egal. Dann, ja. Danke fürs Zusehen. Man sieht sie im nächsten Part. Ich muss ja jetzt nicht wirklich hier dazu... Lol. Ah ja, wegen den Trägerschiffen. Deswegen 0,8. Also er war der Beste. Von der Zahl her Verhältnis besiegter gefallener Einheiten. Das ist ja immer die grobe Übersicht. Weil da erkennt man halt einfach, wer am effizientesten theoretisch gespielt hat. Wobei es jetzt nicht wirklich stimmt. Weil er hat halt zum Sieg verholfen. Das ist ja immer relativ... Es hat Spaß gemacht, um das geht's und man sieht sie dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.